Ja, okay, machen wir. Guten Abend, Duisburg. Guten Abend. Kommt ihr bitte alle vom LKW hier hin? Noch was zum Veranstaltungsablauf? Also, keine Waffen ist klar. Fahnen 2,50 Meter, 3 cm Durchmesser. Kein Alkohol während unserer Veranstaltung. Darum möchte ich bitten, gesittet den Spaziergang durchzuführen, ohne Kampfgesänge bitte. Das heißt, bei uns ist jeder willkommen, egal wo er hingehört, egal welcher Partei, egal welcher Gruppierung. Ob das Horisa ist, egal wer das ist, Hauptsache, ihr haltet euch an unseren Regeln. Das ist ganz wichtig, denn wir demonstrieren friedlich. Habt ihr das verstanden? Ja! Was die Presse angeht, möchte ich euch noch etwas sagen. Hier werden definitiv keine Journalisten bedroht. Auf gar keinen Fall. Wir bedrohen keine Journalisten. Was ja sowieso nicht passiert ist, weil es gab ja auch keine Bilder. Ich sage euch, Pegida NRW steht für NRW und bleibt in NRW. Wir sind nicht gespalten, wir sind uns einig und wir werden weitermachen. Ich reiche jetzt weiter an Stefan Keuter. War doch gerade erst ein Kaffee trinken, ich bin da noch gar nicht drauf vorbereitet. Also, fangen wir an, oder? Ich höre euch nicht. Ja! Geht doch. Also, herzlich willkommen Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen Duisburg und ein kräftiges Glück auf! Glück auf! Danke. Wir haben uns heute hier versammelt, um gegen den Stillstand in diesem Land anzutreten. Es gibt Missstände in diesem Land, die wir jedes Mal wiederholen. Und ich habe das Gefühl, dass man sich mit uns nicht inhaltlich auseinandersetzt, sondern schon Anstoß daran genommen wird, dass wir hier stehen. Ich war gerade eben bei McDonald's noch einen Kaffee holen, bin an der Gegendemonstration vorbeigelaufen und hörte dann die Begrüßung vom Deutschen Gewerkschaftsbund, von der Gewerkschaftsjugend, von marxistisch-leninistischen Parteien. Ich sagte, das darf doch nicht wahr sein. Wo sind wir hier gelandet? Wir sind hier eine Bürgerbewegung und hier machen Strömungen und Parteien und Gewerkschaften gegen uns Stimmung. Besorgte Bürger, die sich um dieses Land sorgen. Das ist ein Missstand, den ich an dieser Stelle einmal ganz deutlich ansprechen möchte. Entschuldigung. Es gibt aber noch deutlich mehr Missstände in diesem Land, die so nicht thematisiert werden. Ich fange mal mit einem ganz trockenen Thema an, dem TTIP, dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Ich sehe hier vorne den Dreizack, kein TTIP. Ja, es ist tatsächlich so, dass hier die Gefahr besteht, dass amerikanische Konzerne vor geheimen Gerichten die europäischen Bürgerrechte aushebeln können und auf Milliarden Schadensersatz klagen können. Hier kann unsere Politik, unser Zusammenleben beeinflusst werden in einer Art und Weise, wie uns das nicht recht sein kann. Freihandelsabkommen können etwas sehr Positives sein, aber sowas darf nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ein weiterer Missstand ist die Tatsache, dass wir Gott und der Welt Asyl gewähren. Jeder nach Deutschland kommt, aber derjenige fast in Vergessenheit gerät, der uns die Augen geöffnet hat und uns aufgezeigt hat, dass jede unserer E-Mail ausgewertet wird, jedes unserer Telefonate mitgeschnitten oder ausgewertet wird, hier Profile erstellt werden und wir zum gläsernen Bürger werden, dass wir von Geheimdiensten durchleuchtet werden. Diese Missstände sind bisher im Deutschen Bundestag noch nicht aufgearbeitet worden. Wo sitzt da Edward Snowden im Asyl in Russland? Die deutsche Bundesregierung hat verlauten lassen, man könnte nicht gewährleisten, dass er nicht nach Amerika ausgeliefert wird, wo ihm eine Anklage wegen Hochverrats droht. Aufgrund der Tatsache, dass er sich ja nicht auf deutschem Boden befindet. Ja, danke. An diesen Missstand möchte ich erinnern und den Edward Snowden an dieser Stelle nicht in Vergessenheit rücken lassen. Er hat uns einen Riesendienst getan.
Wir geben mehr und mehr Souveränität ab nach Europa. Wir verlieren Steuerungsmechanismen, die unsere deutsche Wirtschaft gestützt haben. Das sind insbesondere die Steuerungsmechanismen der Arbeitsmarktpolitik und der Kapitalpolitik. Wenn sowas zentral von Europa gesteuert wird, von Brüssel, gilt zu befürchten, dass unsere deutschen Interessen hier zu kurz kommen und ein sozialistisch geneigtes Europa das Geld, was es vereinnahmt, von den Nettozahlern, unter anderem auch von Deutschland bekommt, im Gießkannenprinzip rund um uns verteilt und überhaupt gar keine Spar- und Haushaltszwänge bestehen. Unsere Sozialsysteme sind in Gefahr. Zwei dieser größten Gefahren sind einmal die Ein- und Unterwanderung in unsere Sozialsysteme und einmal die Demografie in Deutschland. Auf das Thema Demografie möchte ich gleich noch näher eingehen. Wir haben es mit einer überalternden Gesellschaft hier in Deutschland zu tun. Im Moment stehen wir vor riesigen Problemen von Pflegeversicherung, von Sozialhilfe, von Finanzierung unserer Krankenkassen. Wir haben im Moment 5% der Bevölkerung, die über 80 sind. In 50 Jahren sollen dies bereits 15% sein. Ist ja grundsätzlich erstmal nicht tragisch, aber wenn von unten keine Jungen nachkommen, die den Generationenvertrag bedienen, die in diese Kassen einzahlen, dann haben wir irgendwann ein großes Problem. Dann droht uns allen nämlich die Altersarmut. Im Moment ist es so, dass der Hartz-IV-Satz bereits jetzt 25% unter dem Sozialhilfeniveau von 1960 liegt. Echt? Ein Missstand, den wir an dieser Stelle einmal deutlich ansprechen müssen. Wir kommen zurück zur Demografie. Eine deutsche Frau hat im Moment 1,3 Kinder. Und selbst wer in Mathematik früher in der Schule nicht sonderlich gut war, kann sich ausrechnen, dass Deutschland ausstirbt. Woran liegt das? Wollen wir alle keine Kinder haben? Ich denke, es sieht anders aus. Wir leben in einem familienfeindlichen Deutschland. Ja, leider. Wir leben nicht nur in einem familienfeindlichen Deutschland, wir leben auch in einem kinderfeindlichen Deutschland. Die heutige Gesellschaft verlangt immer mehr Mobilität von uns. Arbeitnehmer müssen in der Lage sein, heute in München zu arbeiten, nächstes Jahr in Hamburg. Sie stellt immer höhere Anforderungen an die Qualifizierungen. Viele junge Frauen nach dem Schulabschluss studieren sehr lange und wollen dann irgendwann die Früchte ihres Studiums, ihrer Arbeit, ihres Lernens ernten. Auch das hemmt eine Familienpolitik. Dann haben wir eine fehlende Infrastruktur. Viele Familienverbünde auch aufgrund der Mobilität brechen auseinander. Viele Familien bestehen nicht mehr so, wie sie mal bestanden. Und Kindertagesstätten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, an denen mangelt es in diesem Land. Wer als Frau heute aus dem Beruf ausscheidet, wird in absehbarer Zeit nicht problemlos in den Job zurückkehren können. Und dann sind wir wieder beim Dreh- und Angelpunkt, nämlich den Kosten. Kinder kosten. Und wenn man sich das mal anguckt, können sich viele junge Familien heute rein finanziell nicht mehr als ein Kind leisten. Hier muss in Sachen Familienpolitik viel geleistet werden. Hier ist die Politik in der Verantwortung, diese Missstände aufzuzeigen und aktiv dagegen tätig zu werden. Was wir beispielsweise brauchen, ist ein familienfreundliches Umfeld. Ein Umfeld, in denen Kinder in der deutschen Gesellschaft mitgetragen werden, wo Betreuungsmöglichkeiten da sind, wo berufstätigen Frauen, nachdem sie ein Kind bekommen haben, die Möglichkeit eröffnet wird, wieder ins Berufsleben zurückzukehren. Wo gegebenenfalls Familien oder Eltern, die Kinder haben, bei der Jobvergabe bevorzugt werden. Aber auch finanziell, eine finanzielle Entlastung von jungen Familien. Weg beispielsweise vom Ehegattensplitting hin zu einem Familiensplitting, wo die Kinder mit berücksichtigt werden. Auch finanziell, die Familien sind vom Pampers bis zum Milchkauf mit den Verbrauchsteuern doppelt belastet. Und wem kommen die letztendlich zugute? Den ein- oder zwei Personenhaushalten. Hier müssen wir in dieser Gesellschaft umdenken, wenn wir nicht in ein riesiges Problem hineinlaufen wollen. Wir brauchen mehr Kinder in diesem Land. Eine andere Möglichkeit,
Der Weg, den ich im Moment durch die deutsche Politik eingeschlagen sehe, ist das Thema Migration. Eine Migration zuzulassen. Ein Zuzug nach Deutschland. Wir alle haben es noch im Ohr, die vielgerühmten Facharbeiter. Ich habe es noch im Ohr. Ich habe am Wochenende das Glück gehabt, den Professor Birk zu treffen. Ein Berater verschiedener Bundesregierungen, Landesregierungen, ein Wissenschaftler der Universität Bielefeld, ein alter, weiser Mann, der Prognosen getätigt hat, die im Promillebereich über die Jahrzehnte zutreffen und zugetroffen sind. Wir laufen hier auf riesige Probleme zu und er hat Klartext gesprochen. Er hat gesagt, die Migranten, die zu uns kommen, die diese demografische Veränderung erstmal abwenden können, das sind nicht die Facharbeiter, die kommen auch. Aber die, die tatsächlich in der Wanderungsbilanz bei uns bleiben, das sind in der Regel die Unterqualifizierten, die ohne Schulausbildung, die ohne Berufsausbildung und zu einem großen Teil junger Männer. Da frage ich mich, wie will man damit eine Demografie umkehren von 1,3 Frauen? Das ist eine gute Frage. 1,3 Kinder pro Frau. Das wird's auch nicht. Ihr habt mich schon verstanden. Ja, aber wir. Das ist mir jetzt auch gerade nicht aufgefallen. Ja, wer kommt zu uns? Natürlich auch eine ganze Menge Muslime, was ja per se erstmal nicht schlecht sein muss. Wir sind ein offenes Volk und sind auch für Bereicherungen dankbar. Das Problem mit vielen dieser Migranten ist nur, dass sie weder migrationswillig noch migrationsfähig sind. Ich möchte den Professor Birk noch einmal zitieren. Ich muss gleich laufen. Der Islam hat Ausformungen und politische Ansprüche, die mit dem säkularen Staat kollidieren. Ja, ich habe letzte Woche hier ein Beispiel gebracht, einer Anti-Juden-Demo, die in Hetze ausartete in Essen. Mir ist wieder etwas passiert. Ach, diese und zwar eine, war ich da? Letztens einen Döner essen und mit dem Döner kriegte ich ein Fluchblatt. Lies steht da drauf. Oh nein! Der edle Koran auf Deutsch. Wir haben es hier nicht mit bedauerlichen Einzelfällen zu tun. Meine Zigarette wäre besser gewesen. Also wir können hier kostenlosen Koran bekommen. Und ich möchte davon nur mal ganz kurz zitieren, um so diese Denke von anderen Strömungen in diesem Land einfach mal wertungsfrei aufzuzeigen. Zitiere: Niemand von dieser Gemeinschaft hört von mir, sei er Jude oder Christ, und stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich gesandt wurde. Außer dass er zu den Bewohnern des Höllenfeuers gehört. Liebe Freunde, das ist Hetze in diesem Land. Das hat mit Integration so nichts zu tun. Ich habe den Zettel auch nur aus der Dönerbude mitgenommen, um euch den heute hier zu zeigen. In dieser Dönerbude gehe ich, das ist kein Fuß rein. Kommen wir jetzt aber mal zu einem, nein, es kommen noch zwei Zahlen. Und dann kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Punkt als dem aussterbenden deutschen Volk, der deutschen Bevölkerung. Demografische Zahlen noch einmal. Die Bundesregierung rechnet in ihrem Demografiebericht mit 100.000 Migranten jährlich. Fakt ist, dass 2013, das waren die letzten belastbaren Zahlen, netto 500.000 Menschen mehr nach Deutschland gekommen sind, als gegangen sind. Außerdem haben wir im Moment noch in Deutschland lebende 600.000 abgelehnte Asylbewerber, also Leute, die über Asyl nach Deutschland gekommen sind, die allerdings nach intensiver Prüfung gar keinen Anspruch auf Asyl haben und eigentlich rückgeführt werden müssten, die im Moment auch aus diesem deutschen Sozialsystem bedient werden. Ich finde, das sind Missstände, wo wir uns mal ganz deutlich hier mit einem Schlachtruf unserem Wut Ausdruck verleihen sollten, weil wer ist das Volk? Wir sind das Volk! 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 Das freut mich, das zu hören. Da haben wir dem linken Pöbel da drüben mit den marxistisch-leninistischen Fahnen mal was entgegenzusetzen. Und weil es so schön ist, nochmal ordentlich. Wer ist das Volk? Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Na, wir verschaffen uns hier endlich Gehör. So gefällt mir das. Mir auch. Wir sind NRW, höre ich gerade. Ja, und wir sind das Volk, das ist richtig. So, wir kommen jetzt zu einem etwas erfreulicheren Punkt oder einem etwas erheiterenden Punkt, nämlich dem PPP NRW. Ja. Dem, oh ja. Dem Pegida Pressepreis Nordrhein-Westfalen
dem medialen Mülleimer, für den schlechtesten Journalismus der abgelaufenen Woche. Gleich. Der Sieger ist... Die Reichspost. Leute, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? So ohne Spannungsbogen hauen wir das doch nicht raus. Wir wollen doch mal ganz entspannt drauf hinarbeiten. Wenn der WDR anwesend, ich habe es schon gesehen, der Herr Kellermann, Sie können den Hörer wieder vom Ohr nehmen, legen Sie auf, sagen Sie dem Chefredakteur bitte, er kann noch warten, es ist noch keine Entscheidung bekannt gegeben worden. Geil! Wir haben einen Rückblick. Wir haben letzte Woche dem Westdeutschen Rundfunk den PPP verliehen. Ja, ist natürlich nicht drüber berichtet worden, wir haben darauf schon eingegangen. Aber ihr wart klasse, ihr habt es auf die sozialen Netzwerke gestellt. Vorsicht, man kann sonst lesen, an wen der geht. Ihr habt es in die sozialen Netzwerke gestellt. Auf YouTube, Facebook ist es geteilt worden. Es ist bekannt gemacht worden. Ihr wart klasse. So setzt man dieser gezielten Desinformation in diesem Lande etwas entgegen. Ganz, ganz prima gemacht. Vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Wir haben da ganz, ganz viele E-Mails drauf erhalten. Unter anderem auch eine vom WDR. Richtig, ihr seid gut. Was hat der WDR geschrieben? Lüge. Er hat geschrieben, vielen Dank, aber wir nehmen den Preis nicht an. Wartet mal, wir nehmen nämlich nur Preise an, die wir uns auch verdient haben. Ja, was war unsere Antwort auf diese E-Mail? Bitte den Sendebetrieb sofort einstellen. Wenn ihr auch nur Geld nehmt, was ihr verdient habt. Gut, darauf kann man nichts mehr. Sauber eingeschenkt. Ja, was ist medial die letzte Woche passiert? Wir haben hier drei Ereignisse, die wir hervorheben wollen. Der arme Herr Kellermann, ich sag mal, so unsympathisch scheint er eigentlich nicht zu sein, aber irgendwo steht er wohl berichterstattungsmäßig auf der anderen Seite. Hatte sich ganz entsetzt da vorne vor einer Polizeikette vor die Gegendemo gestellt und hat behauptet, ich musste das erste Mal in meinem Leben unter Polizeischutz arbeiten. Lüge! Ich weiß nicht, wie viele Polizisten heute hier sind. Ich möchte morgen in der Zeitung lesen, ganz groß, Redner Pegida musste unter Polizeischutz reden. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ja, der WDR hat sich bedroht gefühlt. Wir haben leider bisher darüber keine Bilder gesehen, auch trotz intensiver Nachfrage der Polizei. Es liegen keine Anzeigen vor. Dieser Vorgang ist nicht bekannt. Der Kellermann stand vor ein paar Polizisten, hatte so einen Dackelblick aufgesetzt. Ich musste das erste Mal in meinem Leben unter Polizeischutz arbeiten. Ich bin bedroht worden. Am nächsten Tag, ich glaube, Aktuelle Stunde war das. Aktuelle Stunde war das. Ist er dann interviewt worden? Ja, er wäre ja verbal angegriffen worden mit... Lügenpresse, halt die Fresse. Das mit der Lügenpresse, das kann ich in diesem Zusammenhang noch unterschreiben. Das auf die Fresse widerspricht, sollte es tatsächlich so sein, den Manifesten dieser Bewegung, eine friedliche Bürgerbewegung zu sein, das ist unsere Stärke. Darauf kommen wir gleich. Man versucht uns ja immer, erst in die rechte Ecke oder in die gewalttätige Ecke abzudrängen, damit so dieser Aufschrei durch die Massen geht und man sich hier schon mal distanziert hält per se. Sollte es so gewesen sein, Herr Kellermann, nehmen Sie es nicht persönlich. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man sich unter Menschen, die einen demaskiert haben, die über eine falsche Berichterstattung sich echauffieren, sich schon mal per se unwohl fühlt. Und dieses Unwohlgefühl hat sich dann offensichtlich hier manifestiert. Das tut uns ganz fürchterlich leid. Auch wenn Sie hier sind, sind Sie uns herzlich willkommen. Noch lieber natürlich, wenn hier fair und ehrlich über diese Bewegung berichtet wird. Und man sich vor allen Dingen mit den Inhalten auseinandersetzt. Bravo! So, wir wollen uns jetzt noch ein bisschen einstimmen. Wir haben zwei weitere Missstände beobachtet die Woche. Also zum PPP der WDR, wir machen es mal kurz. Herr Kellermann, ganz entspannt, Sie kriegen ihn diesmal nicht. Das ist aber eher Barmherzigkeit. Also, dass Sie ihn nicht verdient hätten. Gut, aber es sind noch andere hervorgetreten. Ganz eng in die nähere Auswahl ist das ZDF gekommen. ZDF Mainz, Report Mainz. Die haben wieder sehr tendenziös über Pegida im Allgemeinen berichtet, jetzt nicht speziell über NRW, dafür sind wir wahrscheinlich hier zu unbedeutend, aber über Dresden. Und man hat hier zum Ende des Berichtes ein Comic gezeigt, was ich persönlich für Propaganda halte.
Man hat Comicfiguren gezeigt mit verschiedenen Bartfrisuren. Wer ist ein Nazi? Dann hat man übergeblendet zu Lutz Bachmann, der sich hier sehr ungeschickt verhalten hat. Ja, leider. Und ihn dann als Nazi bezeichnet hat. Dann hat man auf Pegida-Demonstranten friedliche Menschen rübergeblendet, die offensichtlich nun keine Nazis im Bilde der Presse waren. Und hat dann gesagt, das können ja auch Nazis sein. Mit dem Fazit, ein Nazi erkennt man nicht am Äußeren. Ich sag mal, das sind unsere GEZ-finanzierten Medien. Sowas ist eine Unverschämtheit. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Lauter. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Ja, so ist das. So, wir haben noch einen Kandidaten, der sich immer schon mit dem PPP in die erste Reihe drängeln möchte. Rheinische Post. Nee, die Rheinische Post diesmal nicht. Also so schlimm, es gibt welche, die deutlich schlimmer sind. Beispielsweise die WAZ. Ja, ist doch Rheinische Post. Die WAZ hat ganz plump unverblümt. Die haben sich ja noch nicht mal Mühe gegeben, diese tendenziöse Berichterstattung ein bisschen nett zu garnieren und zu verstecken. Die haben ganz klar von gewaltbereiten Hooligans geschrieben, Pegida wieder in die gewaltsame rechte Ecke gedrängt, Angriffe auf Reporter dargestellt. Und da das in einer Vielzahl passiert ist, ohne Einsicht und ohne auch nur eine kritische Stimme zu erheben, was ich von einer Presse erwarte, nennen wir diesmal die WAZ. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Ja, und damit hätten wir dann auch den Sieger des PPP-NRW, den medialen Mülleimer. Der geht heute an die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bravo! Die obligatorische Frage. Ist die WAZ hier? Möchte sie sich äußern? Möchten Sie diesen Preis annehmen? Wenn ein Redakteur hier ist, er kann dazu gerne Stellung nehmen. Wir richten ihm Redezeit ein. Wir reden mit ihm. Es wurde uns ja vorgeworfen, wir reden nicht mit der Presse. Wir würden hier eine Ausnahme machen. Also konstruktive Gespräche immer gerne. Wir gehen mal davon aus, der Preis wird nicht abgeholt. Aber die Chance besteht noch. Wenn nicht, wir bringen den da vorbei. Der PPP NRW filmt ihn, fotografiert ihn, wieder der Aufruf, stellt ihn in die Medien, die sozialen Netzwerke, teilt ihn, sorgt für Verbreitung, prangert es an, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung mit dem medialen Mülleimer. Bravo! Ich sehe schon, diese Trophäe hat Fans bekommen. Ich muss gleich mal laufen. Wie können wir uns gegen diese falsche Berichterstattung wehren? Gegen den Versuch, uns in die rechte Ecke abzudrängen? Gegen den Versuch, uns als gewaltbereit oder gewalttätig darzustellen? Achso, hier, das ist der Knaller schlechthin. Man spricht ja nicht von gewalttätigen Demonstranten, nein, gewaltbereiten. Wer ist jetzt gewaltbereit? Wenn ich jetzt mit dem Fuß in diesen Eimer antippe, ist das jetzt eine Gewalthandlung? Bin ich jetzt gewaltbereit? Also dieses Suggerieren von Gewalttätigkeit durch gewaltbereit, wovon auch die Duisburger Polizeipräsidentin sprach, gilt es hier ganz scharf zu verurteilen. Mit einem ganz kräftigen Buh! Ja, nochmal, also die haben sich mehr verdient, oder? Wir sind nicht gewaltbereit und wir sind schon gar nicht gewalttätig. Unsere Stärke liegt darin, dass wir hier gewaltfrei demonstrieren, Missstände in diesem Land aufzählen. Und wir stehen hier so lange, bis die Politik sich dieser Probleme annimmt und etwas dagegen tut. Selbst wenn es im ersten Moment für einen Politiker nicht opportun erscheint. Dafür ist er gewählt worden, dafür bekommt er Geld und da hat er sich verdammt nochmal für einzusetzen. Ein letzter Schlenker nochmal zur Presse. Wie können wir uns wehren als Demonstrationsteilnehmer, als Pegida-Bewegung? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können diese Missstände anprangern, wir können sie teilen, wir können andere darüber informieren und wir können uns sachlich auseinandersetzen. Die zweite Möglichkeit ist der Entzug der wirtschaftlichen Grundlage. Kauft diese Zeitungen nicht, die so lügen. Schaltet dort keine Anzeigen. Boykottiert die Medien, die nicht so neutral und sachlich darüber berichten.
schaltet auf ein anderes Programm, wenn wieder Müll geschaltet wird. Und im Zweifel ist diesen Qualitätsmedien die GEZ-Unterstützung zu verwehren. Also beim letzten Mal gab es dafür mehr Applaus. Ja genau, Applaus! GEZ-Gebühreneinzugszentrale, Zwangsabgabe für die Finanzierung der staatlichen Qualitätsmedien. Die GEZ-Tapo, Gestapo. Also jetzt nochmal, also. Lügenpresse. Dann machen wir es anders. Seid ihr für die GEZ? Nein! Geht doch, wer ist das Volk? Wir sind das Volk! Da müssen wir noch mal ein bisschen warm rufen hier. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir für das Volk! Ich finde das toll, dass ihr bei diesen Temperaturen, diesem nasskalten Wetter hier hingekommen seid. Trotz aller Unkenrufe, die Bewegung wurde zerbrochen, die Bewegung wurde zerstört. Halt, Moment, Moment, da muss ich ganz kurz einschreiten. Der junge Mann, bitte einmal die Veranstaltung verlassen. Hallo. Rechtes Propagandamaterial wird hier nicht verteilt. Wir sind eine Bürgerbewegung, bei uns ist jeder willkommen, aber Propaganda, gerade rechte Propaganda, wird hier nicht geduldet. Bitte woanders. Guck mal, da drüben stehen ganz viele, da kannst du die Zeitung verteilen. Nazis raus! Ausländer raus! Deutsche, die Deutschen! Ausländer raus! Ui. Jungs, macht mal halblang hier. Ich glaube, ihr habt euch auch in der Veranstaltung vertan. Hallo? Wer hat das gerade gesagt, Ausländer raus? Ich bin halb Italiener und ich bin stolz drauf. Und wenn ihr die Ausländer draußen haben wollt, auf Wiedersehen, dann habt ihr die Veranstaltung hiermit zu verlassen. Ansonsten mache ich von eurem Veranstaltungsrecht Gebrauch und ihr werdet rausgebeten. Ihr habt genau 5 Minuten. Ich danke euch. Krass, was hier. Jetzt werden wir alle mal hier wieder ein bisschen ruhiger. Wer mit unseren friedlichen Zielen und mit einem friedlichen Miteinander nicht einverstanden ist, möchte bitte wirklich gehen. Ansonsten machen wir jetzt hier weiter. Wer ist hier? Wir sind hier ein Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft. Besorgte Bürger, die sich um die Probleme in diesem Land sorgen. Und bei uns ist jeder willkommen. Was? Wir haben hier mal einen Priester auf der Bühne gehabt, der danach einen kirchlichen Maulkorb verpasst bekommen hat. Wir finden es sehr traurig, dass das passiert ist. Bei uns ist jeder willkommen, auch eine Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin dieses Landes, hat ganz klar gesagt, mit Pegida redet sie nicht. Ja, ist das eine Ausgrenzung? Wer grenzt uns alles aus? Die Altpartei. Wir sind Bestandteil des deutschen Volkes. Wir sind Bürger, wir sind Mitbürger. Wenn wir Sorgen haben, dann erwarte ich, dass die Politik sich mit uns sachlich auseinandersetzt. Ja, ich höre gerade, die haben Angst vor uns. Ja, so ist das. Wenn hier Missstände sind, wo keiner was gegen tut, haben die Angst vor uns. Sie sind hilflos. Und wir laden Hannelore Kraft ein, wenn sie schon nicht mit uns reden will. Sie soll über uns reden. Sie darf sich hier auf die Bühne stellen. Sie darf zu uns reden. Sie darf uns beschimpfen. Sie darf uns nach Hause schicken. Aber wir kommen wieder, wenn sie uns mit Argumenten nicht überzeugen kann. Da kommt sie doch nie, die Kraft. Kommt sie doch noch nie, die Frau. Ich möchte jetzt auch zum Ende kommen, das wird sonst zu lang und zu kalt. Ja, und ich merke schon, halbe Stunde schon. Ich möchte mit einer Frage diese Veranstaltung beenden, wer hier bei uns ist. Selbst wenn die anderen meinen, dass wir eine Randgruppe sind, dass wir nicht zur Gesellschaft gehören oder man uns raushaben will als kritische Bürger. Ich möchte es mal kirchlich betrachten. Wo ist Jesus hingegangen? Ist er in den Tempel gegangen oder ist er zu den Kranken, zu den Aussätzigen, zu den Armen gegangen und hat deren Nähe gesucht? Er war verbindendes Element. Und wir stehen hier, wir waren schon mal mehr, wir werden auch wieder mehr, wenn es wärmer wird und wenn gewisse Unsicherheiten, die durch Dresden geschürt worden sind, aber da kommt gleich noch mal mehr zu, beseitigt sind. Ich finde das ganz toll, dass wir trotz dieser Extrembedingungen, wir hatten heute Schneeregen, es ist kalt, es ist nass, für unsere Überzeugung, für unser Vaterland hier auf die Straße gegangen sind. Dafür danke ich euch. Ich freue mich auf einen wunderschönen Spaziergang mit euch. Ich verabschiede mich von euch mit einem kräftigen Glück auf! Glück auf! Vielen Dank, weil wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Wir sind das Volk. Vielen Dank an Stefan für eine tolle Rede. Super, danke Stefan. Hallo Duisburg. Hallo Pegidiano. Hallo. Ja, ich möchte, wie Stefan schon gesagt hat, ein bisschen auf die Geschichte eingehen, die in Dresden so vorgefallen ist und die uns zwar hier nicht so sehr berührt, weil wir eigenständig sind. Das betone ich alle Male, da komme ich auch gleich nochmal drauf und möchte mal einen Teil vorlesen der Erklärung, die ich ans Team geschickt habe. Wir vom Orga-Team hier, das will ich nur sagen, wir verabschieden und bedanken uns auch nochmal ganz kurz bei Sebastian Nobile, der aus persönlichen Gründen sich zurückzieht, ja, schade. Aus privat-persönlichen Gründen. Und ich kann dazu nur sagen, die Pegida NRW ist eine Bürgerbewegung, die kommt von euch und nicht von uns hier oben. Wir versuchen das nur ein bisschen zu kanalisieren und euch ein bisschen zusammenzuhalten und auf die Straße zu bringen. Aber Gesichter hat diese Bewegung ganz viele und vor allen Dingen eure in allererster Linie. Dazu wir hier oben stehen und halbwegs gescheit euch das verbal versuchen rüberzubringen, aber auch die ganzen Leute, die hier im Hintergrund arbeiten, an der Technik und an dem Aufbau und die an allem ehrenamtlich beteiligt sind, im Gegensatz zu dem, Frau Kraft, Herr Özdemir, wo Sie viel Geld von der Mischpoke für bekommen, habe ich ja letztens schon gesagt. Genau. Wir machen das ehrenamtlich und bedanken uns natürlich ganz herzlich für jegliche Zuwendungen von euch, die wir sehr gut brauchen können, um das weiter so auf die Beine zu stellen. Aber fangen wir vorne an. Also ich habe, Augenblick, jetzt muss ich das mal Boah, ich kann mir Hand nicht verspüren, scheiße. Ich habe es ans Team geschrieben. Es ist, es ist immer eine schwierige Sache, wenn ein Richtungsstreit eskaliert oder Positionen sich ändern. Das Problem, das Gute ist zum Problem geworden. Pegida ist explosionsartig gewachsen und größer geworden und hat sich da so ein bisschen selber erstickt. Dazu noch die etwas unglücklichen Auftritte von Lutz Bachmann, die hier keineswegs gut geheißen werden. Ja, war ein bisschen bescheuert, ganz das ehrlich. Hat sich alles dann ein bisschen verselbstständigt und dadadurch sind dann leider diese Kämpfe entstanden, diese Positionen, die wir hier überhaupt nicht teilen, sondern wir sind Pegida NRW, wir machen für euch weiter und wir werden diese Bewegung mit eurer Hilfe am Leben halten. Und ich kann dazu nur sagen, Dresden steht für Sachsen und Duisburg steht für NRW und den Rest auch natürlich in Deutschland. Wir wissen, dass es hier teilweise andere Ziele gibt, andere Ausrichtungen und die werden wir auch berücksichtigen und wir werden das einfach so weiterführen. Ich habe geschrieben, meine Erklärung, ein Richtungswechsel und eine Spaltung ist für solch eine Bewegung immer schlecht, mitunter tödlich. Wie es schon das Wort Spaltung sagt. Ich wünschte, man hätte sich in Dresden geeinigt und eine etwas professionellere Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Aber Pegida ist zu schnell groß geworden. Damit hat keiner gerechnet und daran ist man letztendlich erstickt. Es gab im zunehmenden Verlauf der Bewegung zu viele Möglichkeiten abzubiegen, anstatt den geraden Weg der Anfänge konsequent weiterzuverfolgen. Und das wollen wir hier. Ich weiß nicht. So. Aber die sind wirklich schwer. Ich bin mit unserem Leiter Marco der Meinung, dass sich hier ein anderes Fundament als in Dresden vorfindet. Dennoch weiß ich, dass viele unserer auch im Geiste Follower, die uns so gedanklich folgen, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf, auf Dresden als Leitbild der Proteste schauen und etwas verunsichert und enttäuscht sind. Kann ich verstehen. Es muss unser absolutes Ziel sein und bleiben, diese Leute hier wieder auf die Straße zu bekommen. Bravo! Deswegen mein Dank an die, die natürlich die da sind, die ihr hier durch diesen Sturm mitgeht.
Wir werden in den nächsten Wochen entscheidende Wochen haben. Wir werden nächste Woche hier wieder versammeln. Dann haben wir die Rosenmontagspause. Und danach werden wir gestärkt und mit einem eigenen Positionspapier, wie gesagt zugeschnitten auf NRW, hier wieder auf die Straße gehen und den Protest nach vorne bringen. Sauber! Dabei positionieren wir uns als Pegida NRW, auch wenn wir diesen Namen behalten, ganz eindeutig zur bürgerlichen Mitte. Wir wollen die Leute, die jetzt alle sagen, naja, ihr habt ja recht, ich war vorhin mit Marco noch im Bahnhof, durch die noch nicht vorhandenen Antifas einen Kaffee holen, und da waren Taxifahrer, die sagten, naja, ihr seid ja gegen den Islam. Nein, wir sind nicht gegen den Islam, wir sind gegen den Islamismus, das ist was anderes. Und viele aus der bürgerlichen Mitte verstehen das, aber trauen sich nicht hierhin. Und das muss unser Ziel sein, das zu ändern. Genau. Wir wollen euch hier haben. Ihr seid unsere Stimme, ihr seid wichtig und deswegen sind wir das Volk. Wir sind 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 das Volk. Eindeutig erkläre ich hier für mich, solange ich dabei bin, mache ich mich trotzdem, egal was Dresden macht, stark dafür, dass Einwanderungspolitik und Islamismus, ich betone nicht die Religion Islam, sondern Islamismus, ein zentrales Thema bei uns bleibt. Bei allen Problemen, die ringsrum noch entstehen und entstanden sind und die wir auch thematisieren werden. Aber das waren die Anfänge der Bewegung und das muss unser zentrales Problem, unser zentrales Thema, es ist ein zentrales Problem natürlich auch, unser zentrales Thema bleiben. Marco Kunz. Hallo Leute, hallo Duisburg. Also ich habe mit Lutz Bachmann gesprochen, ich habe auch mit Katrin Oertel gesprochen. Was in Dresden abgeht, finde ich unter aller Sau, dass es auseinandergebrochen ist, so viel dazu. Aber wir sind nicht Dresden, wir sind NRW. Wir haben auch ganz andere Sorgen als Dresden. Wir haben viel mehr Islamisierung in NRW. Wir haben viel mehr einzelne Gruppierungen, wie zum Beispiel die Grauen Wölfe, die in Fußballvereinen gezeigt werden. Wir haben Moscheen, wo die Attentäter geschürt werden. Man liest es aus den Zeitungen, wie in Mönchengladbach, ganz bekannt. Ich will jetzt keine Namen nennen. Sie gehören dem Salafismus an, brauchen wir nicht drüber reden. Nicht mehr. Wir stehen hier für unser Volk, wir stehen hier fürs deutsche Volk, wir stehen hier für unsere Kultur. Wir stehen genauso hier für unsere Immigranten, die sich integrieren. Wir stehen genauso hier für die friedlichen Muslime, die in Deutschland leben. Wir stehen nicht nur gegen die Einwanderungspolitik, sondern es muss eine kontrollierte Einwanderungspolitik geben. Kein Wirtschaftsasyl ist gewünscht in Deutschland, auf gar keinen Fall. Bravo! Ich bin selber Dortmunder und wenn ich euch sage, die Münsterstraße in Dortmund, ich weiß nicht, kennt ihr die? Ja, kenne ich. Ich kenne auch den Borsigplatz. Früher war das ein wunderschönes Amüsierviertel, ich sage es euch. Ich habe in Hochfeld in einer Pizzeria gearbeitet, hier in Duisburg. 1990 waren das schon grausame Zustände. Ich weiß, wovon ich rede, jetzt traue ich mich da gar nicht mehr rein. Oh. Ja, ich habe es gesehen. Das mag wahrscheinlich nicht an der Politik von Duisburg reden, weil ich habe heute einen Anruf gekriegt vom WDR, ganz geil, wenn ich euch mal sagen darf, was sie gefragt haben. Seid ihr alles Nazis? Da habe ich geantwortet, nein. Wie kann ich als Halbitaliener, Halbdeutscher, 49 Jahre in Deutschland, Nazi sein? Wie geht das? Erklärt's mir. Tja, gute Frage. So, was ist ein Nazi? Was ist ein Nazi? Der Begriff kommt wahrscheinlich von 1933, Adolf Hitler. Den kennen wir gar nicht, den haben wir nie kennengelernt, den wollen wir auch nicht kennenlernen. Genau! So, was ich noch zu sagen habe, ist die Frage, die sich gestellt wurde. Warum ist die Hogisa bei Ihnen auf der Veranstaltung? Liebe Hogisa, ich sag euch was. Ich habe gesagt, ihr seid herzlich willkommen. Jeder ist hier herzlich willkommen. Auch der MSV. Überhaupt keine Frage. Solange wir uns benehmen und friedlich demonstrieren, seid ihr alle willkommen. Ob Deutsch oder Immigrant. Wir sind in NRW. Wir haben ein buntes NRW, so ist es.
Daran wollen wir auch nichts ändern. Wir wollen nur unsere Politiker darauf aufmerksam machen, dass es so, wie es ist, nicht weitergeht. Bravo! Und jetzt will ich euch hören, wir sind das Volk! 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 Wenn ich bedenke, meine kleine Tochter, die geht in die Schule, achtet mal drauf, die geht in eine Ganztagsschule, das kennt bestimmt jeder, der Vater ist. Findet ihr noch ein deutsches Gericht, Schweinefleisch, auf dieser Speisekarte? Ich will euch hören. Nein! Warum ist das so? Aus Rücksicht auf den Muslim. Warum ist das so? Dann sprechen wir von keiner Islamisierung. Wir haben ein Karneval in Köln. Wunderbar. Das ist wunderbar, besser. Wir haben einen Wagen gemacht, Charlie Hebdo, der wird nicht gebracht. Warum ist das so? Ist das in Ordnung oder nenne ich das Islamisierung? Wir keuschen, wir haben Angst. Wir stehen hier, weil wir keine Angst haben. Genau. Dann heißt es, unser liebes St. Martinsfest. Ein katholisches Fest, wohlbemerkt. Sonne, Mond, Sternefest oder was war das? Ganz geil. Wir müssen es umbenennen. In ein Laternenfest. Hallo, wo leben wir hier? Wie kann das sein, dass die deutsche Kultur bzw. jeder Deutsche kuscht, weil irgendwelche Politiker beschließen, das ist in Ordnung. Das geht nicht, weil wir sind das Volk. 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 Dann werde ich gefragt, zu geil, was für Leute kommen auf ihre Veranstaltung? Die Frage konnte ich gar nicht beantworten, weil ich kann euch ja alle nur vor den Kopf gucken. Woher soll ich denn wissen, was ihr für eine politische Gesinnung habt? Die ist uns auch egal, weil wir überparteilich sind. So einfach ist das, wir sind überparteilich. Wir stehen dafür ein, wir wollen NRW, wir wollen unsere Rechte wieder, wir wollen wahrgenommen werden, denn wir sind Deutsche. Und wir sind stolz drauf! Genau! Dankeschön. Genau so ist das. Und ich möchte noch etwas dazu sagen. Einen Kommentar, muss ich mir glatte Brille wieder aufziehen, einen Kommentar zu diesem Kölner Karnevalszug. Scheiße, und damit gleichzeitig einen Gruß rüber an unsere Chaoten-Freunde zur Linken, so gesehen, von euch gesehen zur Linken. Linke, Antifas und so weiter, Autonome. Wie hießen sie in Köln? Arsch hoch, Zeng untereinander. Zeng auseinander. Wo genau sind denn nun diese toleranten, vielfältigen Großmäuler, Wahrheitsleugner, die Rockstars von BAP mit Wolfgang Niedecken oder de Höhner? Von wegen, wir sind Charlie Hebdo. Wo sind sie jetzt? Ich kann da nur noch mal das anfügen, was ich letzte Woche gesagt habe zu diesen Leuten. Grün wohnen, rot wählen und schwarz arbeiten, mehr könnt ihr nicht. Ah, geil. Und grün ärgern. Und leider. Die paar, die ein bisschen noch hier oben, ein bisschen Hirn noch im Kappes haben, die laden wir gerne ein. Ihr werdet erkennen, dass ihr auf der falschen Seite steht. Kommt zu uns, wir nehmen euch sogar. Und noch ein paar Worte zur nicht vorhandenen Islamisierung. Wie gesagt, es geht um eine Islamisierung. Ihr alle kennt vielleicht die Zeitung Glück, die in Lotteriestellen ausliegt. Umsonst, vielleicht könnt ihr es erkennen, vorige Woche die Aufmache der Zeitung Glück. Waren die auch, Charlie Hebdo? Nein, eine verschleierte Frau, Burka-verschleierte Frau, halb aufgenommen. So viel dazu, dass selbst in CDU-Kreisen ein Burka-Verbot in Deutschland gefordert wird. Was ich persönlich für sehr richtig halte. Weil ich verlese jetzt euch einen Brief dazu. Einen Brief dazu, den ich vorhin von einem unserer Mitdemonstranten in die Hand gedrückt bekommen habe. Ich habe ihn nur überflogen bisher, halte ihn aber für sehr authentisch. Er spiegelt die Situation in Kanada, in einem Vorort von Montreal. Er spiegelt diese Situation wider. Das heißt auch so. Aber
wir können ihn genauso meiner Meinung nach 1:1 hierauf anwenden. Hört einfach mal zu. Veröffentlicht am 31. Januar 2015. Und es ist alles, wer es wissen möchte, kann nachher gerne zu mir kommen. Alles mit Quellen belegt. Es ist keine Erfindung. Ich glaub dir. Danke. Muslimische Eltern haben gefordert, Schweinefleisch aus den Schulkantinen zu verbannen. Hat Marco ja gerade schon angesprochen. Der Bürgermeister von Dorval, eines Vororts von Montreal, verweigert sich diesem Ansinnen und erklärte in einem Rundbrief an alle muslimischen Eltern, warum er das tat. Muslime müssen begreifen, dass sie sich an Kanada und Quebec anzupassen haben, gilt 1:1 für uns. Ja, werde ich aber auch mal sagen. Sie müssen begreifen, dass sie ihren Lebensstil ändern müssen. Nicht die Kanadier, nicht die Deutschen, die sie so großzügig aufgenommen haben. Sie müssen begreifen, dass die Kanadier und die Deutschen, füge ich hinzu, weder rassistisch noch xenophob sind. Die Kanadier, die Deutschen, haben viele Immigranten vor den Muslimen akzeptiert. Jetzt kommt's. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Kein muslimischer Staat akzeptiert nicht-muslimische Immigranten. Oder kennt ihr jemanden? Höchstens Bosnien, aber... Kein muslimischer Staat akzeptiert nicht-muslimische Immigranten. Da heißt es dann, bekehrt euch oder Kopf ab. Das ist eure Friedenspolitik. Genau wie andere Nationen sind die Kanadier und die Deutschen nicht bereit, ihre Identität und ihre Kultur aufzugeben. Genau so ist das. Kanada und Deutschland sind Länder mit einer Willkommenskultur. Hier füge ich aber jetzt noch mal ein, das steht hier nicht drin, das kommt jetzt von mir. Das soll aber doch für Deutschland nicht heißen, dass wir weiterhin den Schuldkult und den Schuldkomplex der Jahre 33 bis 45 fortführen. Wir sind mittlerweile die zweite und die dritte Generation und wir haben uns davon freizumachen. Das gilt vor allen Dingen für die Volksvertreter, die uns ja vertreten wollen. Volksvertreter! Ich habe es vorige Woche schon gesagt. Herr Steinmeier, seines Zeichens Bundesaußenminister, verbreitet Pegida schadet uns im Ausland. Schön, dass wir... Das ist Schwachsinn. Einerseits vielen Dank, Herr Steinmeier, dass wir diese Bedeutung schon erreicht haben. Sie haben es erkannt. Vielen Dank. Andererseits, Herr Steinmeier, Sie schaden Deutschland im Ausland. Genau. Bekennen Sie endlich klare Kante. Machen Sie sich frei von den Schuldkomplexen einer Nazizeit. Gehen Sie aufrecht durch die Welt und Sie werden feststellen, das wird anerkannt werden. So, ich fange hier nochmal an. Genau wie die anderen Nationen sind die Kanadier und die Deutschen nicht bereit, ihre Identität und ihre Kultur aufzugeben. Kanada und Deutschland sind Länder mit Willkommenskultur. Fremde werden nicht vom Bürgermeister von Dorval oder von Duisburg willkommen geheißen, sondern von der Bevölkerung insgesamt. Genau. Schließlich müssen Muslime verstehen, dass in Kanada und in Deutschland mit seinen jüdisch-christlichen Wurzeln, Christbäumen, Kirchen und religiösen Festen Religion eine Privatangelegenheit bleiben muss. Unserer Meinung nach hat keine Politik das Recht, hier auszugeben, was wir da zu tun und zu lassen haben. Und deswegen sage ich nochmal, Frau Merkel, Sie irren. Islam gehört nicht zu Deutschland. Und wenn wir die Muslime, die paar Friedlichen hier willkommen heißen, dann ist das die Sache eines jeden Bürgers und hat uns von ihnen da oben nicht vorgegeben zu werden. Ganz genau. Der Stadtrat von Dorval und Duisburg, füge ich wieder dabei, hat das Recht, keine Konzessionen an den Islam und die Scharia zu machen.
Muslimen, die mit der Säkularisation ein Problem haben und sich deswegen in Kanada und in Deutschland unwohl fühlen, stehen 57 wunderschöne muslimische Länder zur Verfügung. Die meisten davon mit zu wenig Bevölkerung, die Zuwanderer mit offenen Halal-Armen aufnehmen, in Übereinstimmung mit der Scharia. Halal. Wenn Sie Kanada und oder Deutschland gewählt haben, statt eines anderen muslimischen Landes, war das, weil Sie wussten, dass das Leben hier sehr viel besser ist, als dort, wo Sie herkommen. Fragen Sie sich, warum ist das Leben in Kanada und in Deutschland besser als dort, wo Sie herkommen? Weil es Schweinefleisch in Schulkantinen gibt. Ich möchte nochmal jetzt zum Abschluss kommen und möchte sagen, wir haben ja hier auch letzte Woche den Brief einer Lehrerin einer Duisburger Grundschule verlesen, die uns hier bekannt ist, die aber aus diesen bekannten Gründen sich nicht hier öffentlich zeigen will. Wir sind herzlich dankbar, wenn wir weiterhin solche Briefe bekommen. Schreiben Sie uns. Wir werden natürlich Ihre Anschrift, Ihre persönlichen Daten nicht weitergeben. Nein, aber das ist ganz wichtig für unsere Bewegung. Wir machen den Weg in die bürgerliche Mitte und wir wollen, dass ihr eure Nachbarn davon überzeugt und sie mit auf die Straße bringt. Das ist für uns ganz wichtig. Und des Weiteren schließe ich mich nochmal Stefan an. Wir laden Frau Kraft ein. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Frau Merkel, schicken Sie Ihren Regierungssprecher hierhin. Und der soll uns bitte erklären, warum Sie 2005 Multikulti für gescheitert erklärt haben. Ach ja. Der soll uns das bitte erklären, anstatt uns weiter zu verdummdeuteln. Und genauso wie die Presse, Stefan hat es gesagt, wir laden Sie gerne ein. Kommen Sie hierher und erklären Sie sich. Wir haben da ein paar Fragen an Sie. Mal umgekehrt. Wir fragen Sie mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Brigidiano, ich liebe euch. Tschüss zusammen.